Man hat schon als kleines Mädchen in der Natur getroffen. Egal, ob im Wasser, im Schnee, in einem riesen Sturm. Hauptsache, wie viel Action es müssen sein und hauptsache wild. Das, was ich am allermeisten geliebt habe und was mir am meisten Spass gemacht hat, war Skifahren und ist es immer noch. Der Speed, die wunderschönen Berglandschaften und vor allem auch das Gegeneinander fahren, sich gegeneinander zu messen, das hat mich einfach am meisten fasziniert. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt eine Skicross-Fahrerin geworden bin. Skicross vereint einfach alles auf Fakt. Es ist pure Action, es hat Speed. Wir sind wie Gladiatoren auf der Piste gegeneinander kämpfen. Und das lässt mein Herz einfach höher schlagen. Für das gebe ich gerne 100%. 100% in meiner Sportart sind vergleichbar mit einem wilden Wellenritt. Ich habe in diesen 4 Jahren als Profi ich durfte erleben, wie wunderschön es ist, wenn man auf der Erfolgswelle surft. Aber auch, wie schnell das eine Verletzung wieder vermeidet und ins Tal schreist. Das Jahr 2010 werde ich nie vergessen. Das war eine emotionale Weltachterbahn. Zuerst hat es angefangen mit dem ersten Weltcuprennen, habe ich sofort mit dem Robodesch-Platz eine Quali geholt für die Olympischen Spiele. Dann aber schon einen Monat später habe ich mir im nächsten Weltcuprennen das Innenband am Knie kaputt gemacht und die Quali war wieder weg. Ich habe nicht aufgegeben und dann konnte ich beweisen, eine Woche vor den Olympischen Spielen, dass ich wieder fit bin und nachreisen konnte. Die Spannung in der Luft, das werde ich nie vergessen. Das ist für den Sportler, glaube ich, das Höchste. Aber dann, am Wettkampftag, da kam leider wieder der Hammer. Da hatte ich in der Quali einen Sturz, wo mein Traum von der Medaille ist, innerhalb von Sekunden geplatzt. Letzte Saison ist mein Härtetraining belohnt worden. Ich habe mein Comeback mit direkt 2 Rängen und 2 Siegen können krönen. Wie sich das anfühlt, wenn man für eine Zeit lang Weltnummer 1 ist.
Jetzt mit all diesen Erfahrungen im Sack habe ich 4 Jahre lang trainiert wie eine Pickte und gebe alles, für endlich meine Goldmedaille in Sochi zu holen. Damit ich für die Schweiz die Goldmedaille holen kann, braucht es viel, viel Zeit, aber auch Mittel. Und da könnt ihr mir helfen. Es würde mich riesig freuen, wenn auch ihr ein Teil dieser Welle Richtung Sochi 2014 werden würdet. Als Gegenleistung und als riesen Dank habe ich für euch verschiedene Sachen parat gemacht, die mir sehr am Herzen liegen. Unter anderem T-Shirts von Vancouver, Helme und Brille von den letzten Saisons, Händchen, Jacken, Hosen, alles Mögliche. Und für kleinere Beiträge gibt es noch eine unterschiedliche Unterschriftkarte oder einen Post auf Facebook oder auf Twitter. Nein, Twitter habe ich nicht.